Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2K. Mein Name ist Nonsense RPG und ich spiele für euch RPG Maker Spiele. Heute geht es weiter mit Macht von Irresolute Warrior. An dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass unser viertes Video so abrupt aufgehört hat. Ich habe etwas die Zeit übersehen und da musste ich etwas kürzen, weil es bei YouTube eine Minute zu lange war. Aber es ist nichts Story-Relevantes mehr passiert. Ich bin nur noch auf die Weltkarte geflitzt und habe gespeichert und habe außerdem herausgefunden, wozu diese grünen Sterne nützlich sind. Diese nämlich, wie es schon da steht, Sammelstellen. An denen können wir Nahrung sammeln, die wir dann zum Kochen verwenden können. Sehr praktisch, wie ich finde. Da sparen wir uns einiges an Geld. Und wir haben kein Tier. Oh, schade. Na gut, aber zumindest ein paar Beeren und ein paar Äpfel. Und wir gehen zurück nach St. Arib, weil wir uns da ja noch nicht umgeschaut haben, weil eben die Zeit ausgegangen ist. Gut, reden wir einfach mal ein bisschen mit den Dorfbewohnern. Im Kronwäldchen östlich von St. Arib gibt es eine schöne Lichtung, nicht Landschaft. Lichtung mit Obstbäumen. Früher habe ich dort immer Früchte gesammelt. Doch heute treiben sich dort öfters biestige Füchse rum. Also ich habe keine gesehen. Wir konnten ja kein Tier erlegen. Hallo, du da. Warst du schon beim Trollzahnwald? Nein, der Name sagt mir nicht viel. Wir mussten vor einer Woche da durch und es war ganz schön unheimlich. Da würde ich nicht gerne noch einmal durchgehen. Der Trollzahnwald, so, so. Den können wir bestimmt auch nochmal betreten. Oh, guten Tag, Iris. So war doch dein Name, oder? Ja, das stimmt. Tut mir leid, ich bin erst vor kurzem nach St. Arib gezogen und muss mich erst ein bisschen im Dorf zurechtfinden. Wo wohnten sie vorher? In Karies. Ah, in Karies. Westlich von hier. Noch einer aus Karies. Die Reise durch die Wälder wurde durch die Berge. Und durch die Berge war zwar anstrengend, doch ich habe es mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter geschafft. Warum sind sie hergezogen? Also, es ist so: Ich bin Händler. Genau genommen Stoffhändler. Das Geschäft in Karies lief miserabel. Und dann habe ich gehört, dass es hier in St. Arib momentan ganz gut für jemanden wie mich laufen könnte. Worauf ich hinaus muss, ist das Fell des Rindenfuchses. Diese Tiere steuern hier in der Umgebung herum. Und wenn ich genügend Fell von ihnen habe, könnte ich sie in Karies wieder verkaufen. Das täte meinem Geschäft richtig gut. Allerdings gibt es da ein Problem. Wie immer. Was denn für ein Problem? Der Rindenfuchs ist nur selten anzutreffen. Außerdem lasse ich jung hier meine Frau und meine kleine Tochter allein zu Hause. Nee, nur meine kleine Tochter und meine Frau, ist mir scheißegal. Und wenn ich ehrlich bin, so ein talentierter Jäger bin ich auch nicht. Ja toll, das hätte er sich vorher überlegen müssen, bevor er hergegangen ist. Sie brauchen also jemanden, der die Felle für sie besorgt? Du hast erfasst! Da wir der Protagonist sind, werden wir das selbstverständlich übernehmen. Das ist ausgezeichnet. Hör zu, die Füchse halten sich meines Wissens in dem kleinen Wäldchen direkt südöstlich von ihr auf. Aber du musst Glück haben, um welche zu treffen. Wenn du allerdings welche siehst und mir ihre Felle bringst, zahle ich dir mehr, als du normalerweise im Laden dafür bekommen würdest. Sagen wir 25 Milas. Und das ist nicht schlecht für ein Fell. Abgemacht. Sehr schön! Viel Glück bei der Jagd! Wir können wohl mit nichts interagieren. Außer mit der Frau. Tut mir wirklich leid. Ich bin beschäftigt. Wenn es um geschäftliche Angelegenheiten geht, sprich doch bitte mit meinem Mann. Mit dem haben wir schon gesprochen und ein tolles Geschäft abgeschlossen. Ich will dir draußen da. Wenn du hast, was du kaufen möchtest, geh einfach in das Haus hinein. Das machen wir doch direkt mal.
Das sind Läden, wo du deinen Proviant auffrischen und Ausrüstung kaufen kannst. Du erkennst einen Laden an... Ja, das ist ja irgendwie logisch. Ja, für alle benötigst du Geld. Nein. Die Währung in... Ich lese die Welt nicht vor, heißt Milas. Du bekommst Geld durch Funde, durch das Erledigen von Aufgaben, indem du die Beute deiner Jagdzüge oder andere Objekte verkaufst. Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, sprich mit dem Ladenbesitzer der Theke und wähle die entsprechende Aktion. Das ist ja alles selbsterklärend. Kennen wir alles. Tepto. Samenwerkzeuge sind zuerst da. Doch wenn das Pyrus dann ausbaut, lohnt sich die Investition. Hey, unser Kumpel arbeitet im Waffenladen. Ha, Ares, wie geht's? Gut, danke. Wie läuft die Arbeit? Anstrengend. Dort könntest du mir bei einer Sache helfen, sofern du Zeit hast. Aber sicher. So langsam geht uns die Ware aus und wir bräuchten neues Holz zum Verarbeiten. Bei dem ersten nördlichen Pass gibt es einen Holzfäller, der uns mit Nutzholz versorgt. Wenn du zu ihm gehen und die Ladung abholen könntest, wäre das sehr nett. Ich mache mich sofort auf den Weg. Nee, mache ich nicht. Ich rede erst noch mit anderen Leuten. Ausrüstungshändler. Ritzling. Ein scharfes Kurzschwert. Ein schlechter Bastardo. Großes Schwert. 200. Nee, das können wir uns nicht leisten. Aber wir können uns eine Stoffkappe leisten. Wobei ich mir mit einem natürlich die Ledermütze. Nein, wir kaufen uns erstmal nichts. Wir sparen uns unser Geld. Wer weiß, wofür wir das brauchen können. Ist es jetzt ein Kerl? Ich glaube, es ist ein Kerl. Manche Zutaten kannst du nicht im Laden kaufen. Du musst sie in der Wildnis finden. Allerdings gibt es das Gerücht von einem Krämer, der jede Zutat im Profeka findet. Und unsere andere die arbeitet mit dem Laden. Hey, Jayla. Oh, hallo Iris. Schön, dass du vorbeischaust. Wenn du Lust hast, kannst du mir bei einer Kleinigkeit helfen. Boah. In dem Dorf wohnen nur unselbstständige Menschen. Klar, was kann ich tun? Ich habe letztens ein sehr seltenes Schmetterlingsart hier im Dorf umherflattern sehen. Den lila Wiesenfalter. Sein Staub, den er beim Fliegen hinterlässt, soll heilende Wirkung haben. Ich will mir dieses Exemplar nur zu gerne mal ansehen. Pass auf, Alkis, ich gebe dir ein Glas und du fängst den Schmetterling für mich ein. Okay. Okay. Viel Glück bei der Suche. Und noch ein Quest. Ein Glück haben wir einen Quest-Log im Inventar. Oh, das ist ja auch praktisch. Aber viel zu teuer. Und so viel Essen brauche ich nun auch nicht. Also es erhöht unsere Ausbeute. Für alle, die es nicht gelesen haben. An diesen grünen Stern. Reden wir noch mit dem Tensa. Hey, du! Ja? Siehst du den Schlüssel da oben? Auf den Kisten hinter der Ladentheke? Was ist damit? Wenn du Interesse an ihm hast, könnte ich ihn dir besorgen. Besorgen! Ich besorg's dir! Er passt meines Wissens nach auf das Tor neben dem Tempel. Na? Ist das nicht die Nee. Was willst du dafür haben? Das klingt doch gut. Und sag mir das. What? Nee. Ich weiß nicht, wofür ich den Schlüssel brauche. Denk darüber nach. Wir denken darüber nach, ob wir dieses Geld zum Fenster hinauswerfen wollen oder nicht. Allerdings nicht mehr in diesem Video. Denn die 10 Minuten sind schon wieder um. Ich werde natürlich gleich noch ein Video uploaden, keine Sorge. Geht gleich weiter bei Macht von Irresolute Warrior, euer Nonsense RPG. Bis gleich.